Hier fragt jemand, wie finde ich Bewusst TV mit Joe Conrad oder Klagemauer TV? Einmal kurz dazu, Joe Conrad, eigentlich ein Vollblut-New-Ager. Wie gesagt, das ist halt eben das Zentrum, das ist der New-Age-Glaube, das ist für mich New World Order. Und ja, viele Gäste, wo ich sagen muss, Katastrophe, und da wird dann viel Unsinn geglaubt. Das ist einfach typisch für die deutsche Verschwörungstheoretiker-Szene, okay? Die Deutschen haben einfach, oder generell in Europa, was die an Büchern in die Hand bekommen haben, an Blödsinn. Das Schwarze Reich, Karmin und Van Helsing und diesen ganzen Irrsinn. Diese Autoren haben nichts anderes, oder David Icke, die Autoren haben nichts anderes gemacht, als 20, 25, 30 Jahre altes amerikanisches Material zu kopieren und dann noch einen Haufen Blödsinn obendrauf zu packen. UFOs und hohle Erde und natürlich jede Menge New Age-Esoterik und gefälschte Hitler-Quellen und gefälschte Hitler-Zitate von französischen Hochstaplern. Und dieser Rotz bildete dann dieses Verschwörungstheoretiker-Movement, das wir halt heute haben. Dann Klagemauer TV, also Sasek. Ich hatte gehofft, dass man es das vergleichen kann mit diesen amerikanischen vielen Freikirchen, da gibt es ja unzählige, wo einige natürlich auch viel Wichtiges gemacht haben an Aufklärungsarbeit auf eigene Rechnung in Amerika. Stattdessen auch die Sasek mit ihrer Kirche ins esoterische New Age-Christentum abgewandelt. Bieten an diesen ganzen Leuten eine Bühne, Scientology und Conrad und diesen ganzen. Joe Conrad macht dann bei dieser einen Veranstaltung ein New Age-Ritual vor einer versammelten, eigentlich christlichen Truppe. Also Wenn so viele Menschen ihre Gedanken vereinen auf ein Ziel, wie wäre es mit einer kleinen Meditation? Wir schicken den Illuminati Licht und Liebe. Einfach schon. da merkt man schon mal, da geht echt. Da schwirrt man ab. Ich habe da einen Vortrag gehalten, Leute applaudieren, jubeln. Dann kommt der Nächste, hält einen Vortrag über die germanische Medizin, den größten geisteskranken Mumpitz, und dann Leute applaudieren genauso. Es ist also egal, was man teilweise den Leuten vorsetzt. Man muss bloß ein gewisses Auftreten haben. Und wie gesagt, damit habe ich eben ein großes Problem. Wenn halt eben Leute meinen, oh, ich weiß jetzt, ich werde belogen vom Establishment hier. Ich will jetzt Wahrheit und rennen dann bums der nächsten Lüge hinterher.